Nach einer Zeit der Trennungen und des unermesslichen Schmerzes folgte ich dem Rat eines guten Freundes, der es wissen musste, eine Reise in die Einsamkeit Islands zu unternehmen. Diese Landschaft ist in der Lage, dir die Geister in deinem Kopf vorzuführen, sprach er, und tatsächlich, er hatte nicht übertrieben. Schon am zweiten Tag meines Aufenthaltes traf ich meinen von da an ständigen Begleiter, einen Bären, den ich schon als Kind ein paar Mal im Treppenhaus meiner Oma getroffen hatte. Er war wie jeder andere Bär auch, mit dem Unterschied, dass er seinen rechten Arm so lang machen konnte, wie er wollte. Meist tat er das, um nach mir zu greifen, wenn ich mich in sicherem Abstand wähnte, und dann folgte irgendeine Sauerei, bei der er mir irgendwelche Organe herausriss. Es tat immer sehr weh, doch wenn ich dann aufwachte, waren die Wunden wieder geschlossen und alles war in bester Ordnung. Ich wurde seinen Angriffen gegenüber zunehmend gleichgültig, was ihn ärgerte. Er begann, mein Umfeld einzubeziehen, tötete Freunde, Mutter und meine Schwester. Doch wenn ich sie dann anrief, waren sie putzmunter. Ich erklärte mir diesen Umstand so, dass ich für eine anständige Psychose einfach überqualifiziert war.